Hallo, Leute, ich versuche jetzt mal etwas Neues, und zwar reagiere ich einfach mal auf das neueste Video von der Viper. Da man sich Gerd nicht in normaler Geschwindigkeit antun kann, beschleunige ich das Video auf 230%. The Viper. Select quickly Pro 7. Einmal rechts geockert, einmal links geockert, einmal aufwärts geockert, einmal aufwärts geockert, in der Mitte durchdrehend. Wieder zusammengefügt, dann nochmal links gefügt. Genau. Ja, wie ihr wisst, ist ja die Viper durch den Mobbing-Skandal auf Pro 7 gelaufen. Wo ich so erschrocken bin, also wie in Urlaub war, also in Kurzurlaub, nö, das heißt, in einwöchigen Urlaub, habe ich davon mitbekommen, dass, also am Abend, wie ich auf mein Zimmer war, habe ich mitbekommen, ja Mensch, du, jetzt kommen alle ProSieben Zuschauer und so weiter und so fort, der Viper ist im Fernsehen. Ja, Wahnsinn. Im Moment selber kann ich nicht mal gut, was hinten und was vorne ist. Ich habe gemeint, die Jungs verarschen mich schon wieder. Nö, aber war keine Verarsche. Da ich dann den Bericht also sichern habe können, und mir den Bericht also 50 bis 100 Mal angesehen habe. So, das ist aber Fakt. Wenn man halt nicht alles versteht, muss man etwas 50 bis 100 Mal ansehen und versteht dann immer noch nicht alles. Genau. So, ja, liebe Leute, wo fangen wir da an? Fangen wir ganz von Anfang an. Also, von Einleitung von ProSieben gegen Hass und Mobbing. Für mich ist das kein Spiel. Für mich sind da also diverse Straftaten im Raum. Die Mobber und die Hater betreffend. Und ich wurde zum Sündenbock gemacht. Niemand hat dich zum Sündenbock gemacht. Du hast dir das selbst zuzuschreiben, mit deinen ständigen Provokationen. Am Anfang, also war ich stark am Überlegen, ob ich ProSieben überhaupt das Statement gebe oder nicht. Also wie man auch im Video, oder besser gesagt auch der Reportage gesehen hat, oder gehört hat, zu dem Zeitpunkt war Viper nicht bereit, mit ProSieben zu reden. War ich auch nicht. Ich habe aber da nicht getraut hier, weil ich mir gedacht habe, in meiner Situation momentan kann sich ja jeder ausgeben für ProSieben und so weiter und so fort. Könnte mir da eins reinhürgen, etc. Pipo, und was nicht gesehen. Man sieht ja also, was für Leute rumlaufen. Am Anfang gibt sich als Frau aus, etc. Pipo, und was nicht gesehen. Ja, am Anfang habe ich nicht getraut hier. Wie ich dann zu Hause war und wie die ganze Show rum war, also mit der ganzen Party und so weiter und so fort, habe ich der Typ also von ProSieben nochmal angeschrieben, weil ich direkt, also kenne seinen Namen, habe ich der Typ von ProSieben mal angeschrieben und habe gesagt, ja, dann war ich auch also bereit also für ein Interview. Dann habe ich da also mein Statement abgegeben, genauso gesagt, also wie auch in der Presse, unter den Artikel, nach Cybermobbing in Weiding, Viper Politik, so habe ich auch genau so ein Statement abgegeben, wie auch ProSieben. Am Anfang vom Video ist ja eingeblendet worden, ProSieben hat auch einen Täter getroffen. Jetzt werde ich noch ein bisschen ins Feuer einstechen, aber egal. Im Täter, Mr. Pico, auch mit ihm hat ProSieben ein Interview geführt. Was macht denn Mr. Pico für Straftaten? Das Einzige, was er macht, ist die Leute über dein Grattlerleben zu informieren. Also was ich schon mal sagen muss, der Täter wird gesichtlich nicht gezeigt. Will komplett undercover bleiben, will komplett unbekannt bleiben. Was schwach ist. ProSieben hat selbst ausgesagt, oder besser gesagt, Mr. Pico hat selbst ausgesagt, er hat von mir eine Anzeige auf eBay gelesen und hat, wie ich quasi auf der Google-Rezension mit meiner Firma online war, hat er einfach einen Schmarrn reingeschrieben, was hinten vorne nicht zusammengepasst hat. Ich habe dann mit dem Anwalt gedroht und das hat nicht gepasst. Lügen und Bedrohen, das kann ich mir gut vorstellen, dass der Grattler sowas gemacht hat. Dann heißt es von ProSieben, Mr. Pico machte sich über die Viper lustig, das makabre Spiel beginnt. Mit dem Ton, sieht man, wer hier der eindeutige Auslöser ist und war, wo ich grundlos gemobbt wurde. Da kann ich Gerd nur zustimmen. Jeder, der einigermaßen objektiv an die Sache herangeht, sieht, dass Gerd der Hauptaggressor ist, der das Spiel erst gestartet hat. Nur Gerd will das nicht anerkennen. Und jetzt noch zum Teil gemobbt werde. Wie es dann also auf der Bank gesessen sind, behauptet Mr. Pico, er alleine würde niemals bei meiner Wohnung auftauchen. ProSieben eindeutig angelogen. Mr. Pico hat auch einmal selbst in einem YouTube-Video bestätigt, dass er bei mir hier war, und auch zu kontrollieren, wie weit mein Auto vom Blumentopf wegsteht. Beim zweiten Mal, wo er hier war, und beim ersten Mal, wo er hier war, ist er unterhalb von der Kirche gestanden, 500 Meter weiter weg. Wo es geheißen hat, Pico gratuliert Bandit zu 100 Abonnenten. Das Video ist zwar nicht mehr online, aber der Viper hat es auf seinen USB-Stick gesichert. Da hat er schon einmal heftig gelogen. Dann wird auch ausgesagt, Mr. Pico will nichts mit der Hatergruppe, also sagt er auch selbst, Mr. Pico will nichts mit der Hatergruppe aus dem Telegram zu tun haben. Auf der anderen weit verbreiteten Seite, sagt Mr. Pico auf seinem Kanal im aktuellsten Video aus, er bekommt Informationen von der Telegram-Gruppe. Und sagt er auch selbst, also im Statement von ProSieben aus, oder besser gesagt vom Interview in ProSieben, sagt er auch aus, er habe sich mit Leuten aus der Telegram-Gruppe getroffen und befürwortet mein Mobbing angeblich nicht. Im Bericht wurde gesagt, dass Mr. Pico nicht so weit gehen will wie die Telegram-Gruppe und dass er Kontakt zu Leuten aus der Gruppe hat.
Ich weiß nicht, was Gerd ihr alles hineininterpretiert. Er versteht vielleicht höchstens die Hälfte von dem Bericht. Was macht er? Er schaut wieder Videos, indem er mich wieder zum Depp macht, indem er mich grundlos wieder provoziert. Grundlos provoziert. Aber auf der anderen Seite von ProSieben sagen, Leute, pass auf, ich will nichts mit der Telegram-Gruppe zu tun haben. Gerd darf alles und jeden grundlos provozieren, wenn aber Viper provoziert, wird hört man die ganze Zeit nur Mimimi von ihm. Nur um im Fernsehen, nur auf ProSieben ein bisschen schöner dazustehen. Wie es auch geheißen hat, Mr. Pico würde nie vor weiter sein, vor Gerd Beswogen auftauchen. Ja, schon da fällt das Kartenhaus zusammen. Schon hier bröckelt das Kartenhaus weg. Wie ich dann ProSieben darauf konsultiert habe, also das heißt, derjenige, der auch über das Interview geführt hat, auf einmal hat es geheißen, ja, das kann ich nicht alles genau überprüfen. Kann man genau überprüfen. Indem man zum Beispiel einmal sagt, du Viper, pass einmal auf, Mr. Pico hat das und das gegenüber der Presse erläutert, stimmt das, ist das auf der anderen Seite korrekt oder wie auch immer, dann hätte der Viper gesagt, nein, mein Freund, der Viper kann das beweisen, dass Mr. Pico vor meiner Wohnung aufgetaucht ist. Dann... Und wieso zeigst du jetzt nicht deinen Beweis? Fällt die Schublade zusammen. Genauso, wie gesagt, wie es beim Gespräch, was mit der Polizei geheißen hat, Pico wird mich in aller Zukunft in Ruhe lassen, weil ich über das Spiel die Kontrolle verloren habe und so weiter und so fort. Lügt auch sogar die Polizei und lügt auch sogar den Polizeichef an. Er lässt mich aber nicht in Ruhe. Also, wie gesagt, er macht haargenau so weiter wie davor. Mit solchen Ausdrücken muss man vorsichtig sein. Das ist ein Versprechen, sogar an die Polizei, an staatlicher Stelle, wo nicht gehalten wurde. Wenn ich jetzt gesetzt wäre, würde ich als Polizei sagen, Moment einmal, ihr Freund hat uns angelogen, er terrorisiert die Viper weiter, jetzt haben wir definitiv im Mobbing-Bereich, aber eiskalt und definitiv, jetzt werden einmal ein paar andere Geschütze aufgefahren. Zum Glück bist du nicht das Gesetz, sonst wäre Deutschland am Arsch. Ich danke dich natürlich weiter, also mit meinem Interview, den größten Fehler, was ProSieben gemacht hat, also muss ich ehrlich gestehen, dass sie die Telegram-Gruppe eingeblendet haben. Das war der größte Fehler. Der größte Fehler diesseits von Mississippi. Denn so ist es ein leichtes, noch mehr Leute anzulocken, als man überhaupt schon hatte. Man hat auch gesehen, nach dem ProSieben-Bericht, wie schnell das die Gruppe dort gewachsen ist. Das habe ich von Tag zu Tag beobachtet. Als ob da deswegen so viele Leute auf die Gruppe gekommen sind, der Hauptgrund, wieso Leute in die Gruppe gekommen sind, weil Mimon für den Bericht Werbung gemacht hat. Oder besser gesagt, also seit dem Reportbericht von ProSieben, habe ich dann beobachtet gehabt, wie schnell das die Gruppe gewachsen ist. Das hätte man können hinter einem schwarzen Bildschirm machen, die Kommentare einblenden und so weiter und so fort. Nur die Kommentare, was in der Telegram-Gruppe über mich gepostet wird und so weiter und so fort. Nein, was macht ProSieben? Ich werde voll mit meinem Gesicht in der Öffentlichkeit präsentiert. Opfer, der B aus, Punkt. Liebe Leute, das ist er. Hey, guck mal, der Viper. Boah, geil. Also Leute, ich muss sagen, also, mich drückt das ab. Beim Einzigen, was mich auch dann noch, also der richtige Schlag getroffen hat, war, also wie Telegram rein, also wie der Telegram, sondern ProSieben, das aufgewertet hat, als ich mit Punkt, Punkt, Punkt verglichen worden bin. Und dann mir offiziell, offizielles Schreiben von meinem Text her, also wenn Sony dann Punkt, 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 liebe Leute von ProSieben, so etwas zensiert man normalerweise. Noch nie irgendetwas von Zensur gehört. Da frage ich mich schon ein bisschen, geht's doch eigentlich noch? ProSieben muss das zensieren, wenn Gerd bei den Holocaust relativiert, geht's noch? Gerd sollte sich damit mal kritisch auseinandersetzen, was er alles vom Stapel lässt und wieso zensieren, das lief um 21.25 Uhr, da sind die Kinder normal im Bett. Geht's da eigentlich, sagen wir mal, noch ein bisschen schräg hoch, oder wie? Das kommt so zum Vorschein, als wäre ich ein totaler Rechtsradikaler, wo man ausgesagt hat, ja, wenn so ist, dann Punkt, gehört sich das so gemacht, Punkt. ProSieben. Ich bin nicht rechtsradikal. Schau ich so aus, als hätte ich einen Nazi-Schnitt oder sonst dergleichen? Schau meine Haare von der Seite aus, als wären es komplett irgendwie auf Punk-Frisur abgestimmt oder sonst dergleichen? Habe ich meine Haare gefärbt in Rot, Grün, Blau, Violett oder wie auch immer? Schau mal, nö. Der Viper hat ganz normal wachsende Haare, wie es für einen normalen Menschen gehört. Ich bin weder rechtsradikal noch werde ich mit Haarpunkt verglichen, was unbeschreiblich ist. In dem Text kann man sich so vorstellen, dass dann die Leute also voll aufgegangen sind und dass sie dann gesagt haben, ja, da schau mal hier, da kommt der neue Haarpunkt, guck mal, da kommt der neue Haarpunkt. Leute, sag mal, geht's, da ist ein neuer Punkt. Leute, sag mal, geht's eigentlich noch, also irgendwie ein bisschen. Man hätte den Text zensieren können. Also das ist der größte Push über die Hammer, wo ich überhaupt gehört habe. Weiß Gerd eigentlich, was ein Rechtsradikaler ist? Meiner Meinung nach gibt es da doch einige Überschneidungen. Also wie gesagt, ich bin weder rechtsradikal, noch habe ich es nötig, dass ich als Haarpunkt aufgestempelt werde, noch bin ich ein Nazi. Oder Sozialkommunist oder sonst dergleichen. Liebe Leute, sollte mich damit noch einmal einen vergleichen, dann gibt es Kampf um das Getriebe.
Dann gibt's richtig Dampf in das Getriebe. Wie gesagt, das habe ich nötig. Ich sage meine Meinung, also wie es ist. Ich kämpfe für mein Recht, dass ich wieder ein normales Leben führen kann. Und, meine Freunde, stempel mich niemals, und schon gar nicht der, und schon gar nicht der Fernsehsender, stempel mich niemals für einen Rechtsradikalen ab. Das war der Gipfel. Ja, und da kommen wir auch schon auch zum nächsten Punkt. Ich bin wirklich froh, dass an dem Tag wirklich nichts passiert ist, dass die Polizei vor Ort war. Da habe ich auch nochmal ein ganz großes Dankeschön dafür. Und das gleiche, kommen wir da jetzt mal zum Schluss des Videos. Gleiche wie auch ein paar Meidinger gesagt haben. Wie es unten standen sind im Hof. Der andere, wo dort steht, macht sogar so. Ja, ich will ja nicht erkennen, wenn er. Verkleidet sich wie ein halber Ninja. Sagt Meidinger aus. Sagt Meidinger aus in dem Video. Wir haben die Schnauze voll von Gerd B. und seinen Rittern. Wir haben die Schnauze voll von Gerd B. und seinen Rittern. Gerd, die Leute hassen dich einfach, weil du ihnen nur Stress und Probleme bringst. Liebe Leute, dabei hättet Weiding selbst. Dabei hättet Weiding selbst. Zum Beispiel. Jetzt kann ich ja ein paar Punkte aufzählen. Dabei hättet Weiding selbst. Erstens, geht's los, Auspuffknallen vor der Wohnung. Über 20 Monate halte ich jetzt den Terror aus. Über 20 Monate. Seit September 21. Da waren wir jetzt. September 21, September, Oktober, November, Dezember, sind wir mal bei 4 Monaten. Von Januar bis Dezember 22, wieder 12 Monate, sind wir bei 16 Monaten. Dann geht's wieder los, Januar, Februar, jetzt haben wir Ende März. Nächste Woche, schon Anfang April, sind wir bei 20 Monaten. Seit 20 Monaten werde ich mit Auspuffknallen an der Wohnung terrorisiert, genötigt und provoziert. Dann sagt Weiding, Sie haben genug von Gerd B. und seine Hütten. Aber davon werden doch auch die anderen Anwohner belästigt, nicht nur Gerd B. Dann wird man von den Jugendlichen von Weiding selbst, die noch nicht einmal trocken sind hinter den Löffel, wird man in der Nacht aus dem Bett rausgehauen. Zwischen 11 und 1 Uhr in der Früh läuten sie an der Haustür. Mit Sturmgewitten. Was ist denn das, liebe Leute? Was ist denn das, ProSieben? Das könnte man, also wenn man denjenigen erwischen würde, weil bis man aus den Federn rauskommt, dann sind sie weg. Liebe Leute, was ist denn das? Sender an, ProSieben. Von der eigenen Ortschaft mitgemobbt. Gerd wird halt auch wirklich von der Dorfjugend gemobbt. Und ich möchte nicht wissen, ob auch in der Telegram-Gruppe Weidinger drin sitzen. Was ich mir aber gut vorstellen könnte. Ob auch Weidinger zum Beispiel auch Mr. Bikos Kanal sind. Was sind das, liebe Leute? Dann wird man gemobbt in der Wohnung. Seit letztes Jahr September. Heizung abgedreht, warm Wasser abgedreht. Meine Freunde, das ist etwa kein Mobbing? Das ist etwa kein Mobbing, meine Freunde? Nein, das ist offenbar kein Mobbing. Wenn man seine Rechnungen nicht bezahlt, muss man mit so etwas rechnen. Die eigene Ortschaft will von mir genug haben. Aber dann selbst Mobbing beginnen. Von September bis jetzt in der kalten Bude sitzen lassen. Wasser abgedreht. Dann 20 Monate von der Wohnung mit Auspuffknallen gemobbt. Auf gut Deutsch gesagt, irgendwie werden wir den Typen aus der Wohnung ekeln. Irgendwann haut er ab, irgendwann hat er die Schnauze voll. Das ist aber kein Mobbing, liebe Freunde. Für mich ist es Mobbing. Nötigung und Leute unnötigerweise schikanieren. So schaut's aus. Wenn man zu fünft zusammensteht und ist auch dann noch, sind dann auch noch andere gewisse Leute dabei, kann man ja über eine Person, also fünf gegen ein, ist ein ziemlich unfaires Verhältnis, würde ich mal sagen. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, dass ich mich äußern hätte können. Das heißt, ich musste auch im Vorfeld nicht, also was die Mopper über mich sagen oder wie auch immer. Dann hätte ich meinen Senf dazu gegeben, aber so ein Senf, der muss ich gewaschen hätte. Genauso wie jetzt. Die eigene Ortschaft hält einen selbst. Muss ich noch einmal wiederholen? 20 Monate mit Auspuffknallen. Mitten im Winter einfach die Heizung abgedreht, kalt Wasser. Kein Mobbing. Alter Wichter. Kein Mobbing. Jetzt erwartet ihr weiter, bitte. Wir sind ja brav, wir sind ja ganz brav. Das ist Mobbing, meine Freunde. Wie sich Gerd immer als Opfer instrumentalisieren möchte, obwohl er ganz offensichtlich zumindest eine Teilschuld hat, das ihn ganz Weiding hasst. Da würde ich jetzt sagen, als Ex-Weidinger, froh bin ich, wenn ich weg bin. Wenn ich rauskomme, und kann dann endlich zur Ruhe kommen. Genauso, wie man es erhofft hat. Ein nett gemeinter Rat, wenn du im nächsten Ort so weitermachst wie in Weiding, wirst du da auch keine Ruhe finden. Damit hat er ja auch bestätigt, dass er auszieht. Aber, ich würde da ein bisschen vorsichtig sein, also mit der Ausdrucksweise. Weiding hält jetzt selbst. Sturmläuten in der Nacht, wenn man gar nicht damit rechnet. Heizung aufgedreht, September, Oktober, also von September bis jetzt, warm Wasser aufgedreht. Hätte hier der Weiber nicht andere Register gezogen, wäre hier über den Winter gefroren,
Und ja, genötigt mit Auspuffknäueln. Was da noch für Kosten auf ihn zukommen werden durch seinen Heizlüfter, Gerd kommt ziemlich sicher bald in Privatinsolvenz wegen den Stromkostennachzahlungen. Denn der Wiper deckt die Wahrheit auf. Die reine Wahrheit. Liebe Leute, so schaut's aus. Umsonst steht nicht mein Kanal für Wahrheit und Gerechtigkeit. Und nicht so vorher wie ihr Kindergartenkanal, wo sich aufgeführt wird, wie schlecht ihr Hobbys und so weiter und so fort. Auch ich habe heute ein schönes Schreiben erhalten. Muss ich mal schauen, ob ich den, wie ich das ausdrucken kann. Wenn, dann würde ich das ausdrucken. Mit OBS würde ich das sogar also einblenden, also was geschrieben wurde. Da muss ich sagen, starkes Lob. Auch dafür, also nicht nur Kritik, auch starkes Lob an dieser Stelle. Ja Leute, das ist die eiskalte Wahrheit. Auch gut, deutsch gesagt, bei dem kurzen Talk auf ProSieben wurde einiges von der Gegenseite gelogen. Wurde einiges gelogen, wo ich aufdecken kann und aufdecken werde. Und davon lasse ich mich nicht abhalten. Die Wahrheit muss ans Licht. Und wie gesagt, wir sind nicht für Mobbing, sondern gegen Mobbing. Und das ist mein Ziel. Gegen Mobbing. Ja Leute. Ja, jetzt haben wir tatsächlich die 34 Minuten Marke geknackt. Noch 35 Minuten. Der Wiper will euch dann auch nicht länger stören. Das war es mit meinem heutigen Videoprojekt, euer Frank.